Ahoi, ahoi, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Theme Hospital. Ja, ich habe jetzt gerade mal die Szenen, die Spielszenen, die gezeigt wurden, einfach mal abgebrochen. Ich war einfach mal so frei, denn ihr wollt ja, so hoffe ich doch zumindest, mir beim Spielen zusehen und auf meine Kommentare hoffen und anstatt hier den NPC quasi zu spielen zu sehen. Das ist ein wunderbar altes Spiel aus dem Hause Bullfrog, dereinst, das es inzwischen leider nicht mehr gibt. Aber das Spiel ist, finde ich, ein zeitloser Klassiker und das ist einer der Dinge, die man immer wieder mal auspacken kann. Zumal das eines der Spiele ist, die jetzt inzwischen bei Origin sind. Und deswegen macht es das Auspacken umso leichter auf aktuellen Betriebssystemen. So, wir fangen an mit unserem Spitznamen. Ich guck mal, ob mein Name dahin passt. Nein, es passt wieder nur die Kopfgebu. Ja, dann bleibe ich doch einfach mal die Kopfgebu, oder? So. Der gute Prof wird uns den Weg weisen. Ja, huste dich erstmal aus. Ja, treten werde ich dich auch noch, aber nicht jetzt. So, wir fangen an. Hiermit starten Sie ein neues Spiel. Zack. Und er. So, was haben wir denn da? Level-Datei. Ich würde sagen, wir bleiben auf Arzt-Mittel. Das ist mal. Es ist nicht mein erstes Spiel, deswegen auf die Tutorials kann ich verzichten. Niedrige Auflösung, auf die kann ich erst recht verzichten. Und wir legen los. Schwing! So, willkommen in Ihrem ersten Krankenhaus. Fangen Sie an zu bauen. Beginnen Sie mit der Rezeption und bauen Sie einen Raum für Allgemeinmedizin. Stellen Sie einen Empfangsdamm und einen Arzt ein. Dann können Sie darauf warten, dass Sie etwas zu tun bekommen. Es wäre ganz gut, eine psychiatrische Abteilung zu bauen und einen Psychiater einzustellen. Eine Pharmatik und eine Schwester sind ebenfalls notwendig, um Ihre Patienten zu behandeln zu können. Achten Sie auf schlimme Fälle wie aufgeblasene Patienten. Ein Entlüftungsraum wird diese Patienten heilen. Sie müssen 10 Patienten behandeln. Achten Sie darauf, dass Ihr Ofen nicht unter 200 sinkt. So, wir haben hier unten eine Zeit. Das ist die Bauzeit. Also, sobald mein Krankenhaus aufmacht quasi. Und ich kann mich noch an einen relativ guten, ich nenne es mal Trick, erinnern, wie man das ja, zu seinem Vorteil auslegen konnte. Weil ihr seht, die Zeit läuft. Und das Krankenhaus wird zwangsläufig geöffnet, sobald die Uhr voll ist. Aber wir können einfach mal die Spielgeschwindigkeit auf am langsamsten einstellen. Das mache ich jetzt einfach mal. Und wir fangen an mit den Räumen. Also nicht wundern, ich habe das Spiel, wie gesagt, schon so oft gespielt. Oh, okay, der war ein bisschen schneller. Gut, egal. Wir machen einen Raum für Allgemeinmedizin. Machen wir ihn erstmal so groß. Ja, doch. Wir setzen hier eine Tür hin. Viele Fenster sind natürlich wichtig, damit auch genug Licht reinkommt. Und für spätere Dinge auch noch, auf die ich später eingehen werde. So, Tisch steht, Aktenschrank steht, Stuhl steht. Wir kaufen aber noch ein bisschen was hinzu. Denn man kann hier Feuerlöscher hinzukaufen. Das ist ganz gern gesehen bei Prominenten, die mal mein Krankenhaus inspizieren wollen. Wir bauen einen Heizkörper. Es soll natürlich keiner frieren. Wir packen eine Pflanze hinein. Es soll auch recht schön aussehen. Und einen Mülleimer, damit die Patienten nicht einfach ihren Müll auf den Boden schmeißen. So, ihr seht, wir können minimal diese Sachen ändern. In der Regel nur zwei Winkel. So, der Feuerlöscher, der kommt mal hier in die Ecke. Der Heizkörper, den stelle ich auch, wenn es optisch vielleicht nicht so schön aussieht. Aber aus Kostengründen würde ich sagen, obwohl, nee, wisst ihr was, ich stelle den hier hin. Dann drehe ich die Heizung hoch. Dann sollte der hier den Bereich heizen. Der heizt dann aber auch direkt den Bereich hier außen mit. So, die Pflanze kommt nicht direkt neben meine Heizkörper, die kommt da hin und der Mülleimer in die Ecke und der erste Raum steht. So, Allgemeinmedizin, das ist der Hauptuntersuchungsraum in Ihrem Krankenhaus. Hier werden neue Patienten hingeschickt, um deren Gebrechen diagnostizieren zu lassen. Sie werden dann entweder für weitere Untersuchungen herumgeschickt oder landen in einem Raum, in dem sie behandelt werden können.
Sie können einen weiteren Raum für Allgemeinmedizin bauen, wenn im ersten zu viel los ist. Je größer der Raum und je ausgefallener die dort platzierten Geräte, desto größer das Ansehen des Arztes. Das gilt auch für alle anderen Räume. In der Allgemeinmedizin kann irgendein Arzt beschäftigt werden. So, ich zeige euch kurz, was gemeint ist mit irgendeinem Arzt. Wir haben hier Ärzte. Hier zum Beispiel seht ihr, das ist nebenher auch noch ein Psychiater. Das hier ist ein Arzt ohne weitere Qualifikation. Wieder ein Psychiater. Ja, und das war's auch schon. Ihr seht hier den Rang des Arztes AIP. Arzt oder Berater. Berater sind natürlich die tollsten, klar. Und hier seht ihr dann auch die Fähigkeiten auf dem jeweiligen Level quasi. Ihr seht, das variiert. Und was auch variiert, ist das Gehalt natürlich. Die Ärzte, die ein bisschen besser qualifiziert sind, wollen natürlich auch ein bisschen mehr verdienen. Das ist natürlich gerechtfertigt. Ich würde sagen, ich stelle ihn hier ein. Zack. So. Erstmal baue ich hier noch ein paar sanitäre Anlagen, damit die Gäste auch, ne, ihre Notdurft verrichten können. Das soll ja auch so sein. So machen wir das Ganze. Ja, auch hier machen wir Fenster rein, damit man den schön beim Pullern zuschauen kann. Nicht falsch verstehen, das soll jetzt kein Fetisch sein oder so. Das ist einfach nur als Spaß zu verstehen. Aber ich denke, diejenigen von euch, die mich vielleicht schon das ein oder andere Mal gesehen haben, denen dürfte das ohne weiteres klar sein. Wie stelle ich es denn hin? Ich stelle die einfach mal, auch wenn es doof aussieht, so hin. 5. So, jetzt können die hier hinten rumgehen und kommen da auch alle rein. Und den Heizkörper stelle ich dann da hinten dran, damit er auch den Raum schön zentral heizt. So, Toiletten. Patienten, die ein dringendes Bedürfnis verspüren, werden sich in ihren luxuriösen Toiletten erleichtern können. Sie können separate Kabinen mit Waschbecken errichten, wenn sie viele Besucher erwarten. In manchen Fällen müssen sie in anderen Teilen des Krankenhauses weitere Toiletten bauen. So, dann fangen wir an mit El Recepción. Und wichtig, ich kaufe schon mal ein paar Bänke, ein Getränkeautomaten. Ja, das soll es erstmal sein. So, die Bänke, die stelle ich nämlich vor dem Behandlungsraum. Weil da warten nämlich die Gäste dann. Oh, jetzt habe ich hier ein bisschen eng gebaut, merke ich gerade. Schade, schade. Ach, wisst ihr was? Ich stelle die Rezeption einfach dahin und den Getränkeautomaten nach da hinten. Was wäre eine Rezeption ohne Sekretärin? Und wir suchen uns natürlich die Bestqualifizierteste aus, die wir zu bieten haben. Frau Richtbaum. Sie mag das Fahren mit geblähten Segeln, allgemein gut motiviert und immer bei der Sache. So soll es sein. Gut, wir haben unsere Allgemeinmedizin fertiggestellt. Aber das ist ja noch nicht alles. Ich habe die Zeit bewusst runtergedreht, damit wir weitere Räume bauen können. Was machen wir dann? Ja, ich werde gucken, dass ich sowieso jetzt alle Räume vorher, bevor ich das Krankenhaus eröffne, gebaut kriege. Hoffentlich klappt das auch. Die Patienten werden gebeten, ihre Scheckhefte bereitzuhalten. Ja, richtig. Das ist natürlich ganz wichtig. Damit der Rubel wieder rollt. So, wir brauchen hier eine Trennwand. Wir brauchen hier den Diagnosewagen. Und natürlich wieder unsere vier Lieblingsutensilien. Den Feuerlöscher für die Promis, den Heizkörper für die Wärme, die Pflanze für die Optik. Und den Mülleimer, ironischerweise für den Müll. So, Standarddiagnose. Patienten, die für weitere Diagnosen durchgecheckt werden müssen, werden hier hingeschickt. Wenn in der allgemeinen Medizin keine Diagnose gestellt werden konnte, kann mit der Standarddiagnosemaschine in der Regel herausgefunden werden, was den Patienten fehlt. Von hier aus werden die Patienten dann zur Allgemeinmedizin zurückgeschickt, wo dann die Ergebnisse analysiert werden. In der Standarddiagnoseabteilung kann jeder Arzt eingesetzt werden. Gut, um den Arzt kümmern wir später. Ich muss noch mal ganz kurz den Automaten hier woanders hinpacken. Ich habe mir das gerade kurzfristig anders überlegt. Ich lasse den erstmal kurz dastehen. Weil ich habe mir überlegt, ich baue doch einfach mal, weil der Raum, wenn ich mich richtig entsinne, relativ klein gestaltet werden kann. Ja, so, das ist jetzt nicht so furchtbar klein, aber es würde reichen. Ja, genau, die Pharmatheke. Da haben wir nur diese einfache Pharmatheke stehen und jetzt ist der Raum eigentlich recht groß. Aber das Personal fühlt sich tendenziell in großen Räumen natürlich ein klein bisschen wohler, weil die sich dann wichtig vorkommen. So, wir stellen den Heizkörper diesmal hier hin. Da die Pflanze, da den Mülleimer. Wunderbar, Pharmatheke. Patienten, die untersucht werden und zur Behandlung ein Medikament benötigen, werden in die Pharmatheke geschickt. Durch die fortschreitende Entwicklung medikamentöser Behandlungsmethoden wird der Andrang von Patienten in diesem Raum immer größer. Sie sollten später eine weitere Pharmatheke errichten. Für die Pharmatheke brauchen sie eine Schwester. Die werden wir gleich einstellen. Zunächst machen wir noch die Station. Die Patienten werden gebeten, ihre Scheckhefte bereitzuhalten. Ja, natürlich werden sie das.
So, das ist so meine wunderbare Ecke für die Station. Ich werde die Tür hier vorne hinbauen. Hier natürlich ein paar Fenster. Nicht, dass ich, wie gesagt, voyeuristisch veranlagt bin. Nur bei Fenstern, da fühlen sich einfach die Mitarbeiter und auch die Patienten ein klein wenig wohler. Und das ist natürlich stets gewollt. So, wir stellen ein Bett hier hin, ein Bett dahin und das dritte Bett hier hin. Feuerlöscher, kommt mal hier in die Ecke. Ich würde fast sagen, ich nehme zwei Heizkörper mit, weil der Raum doch echt groß geworden ist. Stell einen hier hinter den Stuhl und einen hier ans Bett. Wie gesagt, optisch nicht das Schönste, aber was soll's. Wobei, Moment, den Mülleimer da hinten platziere ich nochmal anders. Es kann nämlich sein, dass der Patient hier rum ins Bett steigt und dass der Mülleimer dann im Weg ist und man das Bett nicht nutzen kann. So, Station. Patienten werden hergebracht, damit sich die Schwester um sie kümmern kann. Die Kranken warten hier auf ihre Operationen. Die Station muss mit einer Schwester besetzt werden. So, jetzt aber doch das Wichtigste. Bänke. Da machen wir mal drei hin. Hier machen wir... Na, komm her. Vier. Da machen wir noch... Und da noch eine. So, jetzt haben wir hinten natürlich noch jede Menge Platz. Ah, den Personalraum, den habe ich schon wieder fast vergessen. Aber zunächst, ich muss gerade mal gucken, wie ich es optisch gestalten will. Wir müssen natürlich uns nicht an den Wänden hier festhalten. Wir können den Raum natürlich auch einfach schön hier mittig rein platzieren. Ja. Ich überlege gerade, wie groß ich ihn haben will. Machen wir so. Patienten werden gebeten, ihre Bazillen für sich zu behalten. Ja, das ist eine gute Einstellung, Frau Richtbaum. Ich glaube, das war doch ihr Name. Zack. Hier können wir auch ein Bücherregal, damit der Arzt was nachschlagen kann. Und ein Skelett verwenden. Jarr. So, natürlich die obligatorische Couch darf nicht fehlen. Jetzt erstmal den bequemen Stuhl noch dazu. Das sind immer so die Sachen, die großen Sachen sind immer die, die ich gerne als erstes platziere, einfach weil die den meisten Platz brauchen und ich dann den Rest entsprechend gut abpassen kann. So, der Feuerlöscher kommt hier hin, der Heizkörper kommt hier hin, würde ich sagen. Pflanze, ja, kommt da hin und der Müllhammer hier hinten, aber an die Wand. Zack, Psychiatrie. Patienten in verrücktem Stadium müssen zur Beratung in die Psychiatrie. Psychiater können auch diagnostizieren und feststellen, woran ein Patient leidet. Sollten die Beschwerden mentaler Natur sein, landen die Leute geradewegs auf der berühmt-berüchtigten Couch. Die Psychiatrie benötigt einen Psychiater. Surprise, surprise. 1, 2, 3, 4. Ich erwarte viele Bekloppte, deswegen 4 Bänke. Und ich glaube, für die Optik sollte ich vielleicht auch mal so 2, 3 Pflanzen hinstellen. Was haltet ihr davon? Ihr findet das gut? Sehr gut, ich finde das nämlich auch gut. Kommt da noch eine hin und ja, hier noch eine. Man sieht die zwar nicht, aber die Patienten sehen die und die sollen sie natürlich auch sehen. So, die Pflanzen, die müssen wir natürlich auch begießen lassen und dazu nehmen wir doch mal den Herrn Richtbach. Plagt arme Komödianten und sehr freundlich und lacht gerne, den stellen wir doch mal ein. Man kann hier einstellen, worum er sich vorwiegend kümmern soll, ob er überwiegend den Müll wegwischen soll, ob er überwiegend die Pflanzen bewässern soll oder ob er Maschinen reparieren soll. Ich würde sagen, wir lassen ihn einfach mal ganz normal bei allen drei Sachen. Und wenn wir schon beim Personal sind, stellen wir doch Frau Kunstkohl ein. Sie spielt Geige und Cello. Bemerkenswert höfliches. Ja, das stimmt. Höfliches und angenehmes Wesen. Du kommst in die Station. Nächste, wir brauchen noch ein Schätzelein. Ich guck mal kurz. Oh, du bist so teuer, du musst ja gut sein. Gib Kurse im Bastflechten. Bemerkenswert höfliches und angenehmes Wesen. Du kommst zur Pharmatheke. Wir brauchen noch einen Psychiater, aber nicht dich. Du bist so schlecht. Dich brauchen wir. Du kommst hier hin. Und dann brauchen wir noch einen normalen Doc. Ja, nehmen wir dich. Zack. So, wir haben alle Diagnose- und Behandlungsräume, die uns zur Verfügung stehen. Ihr seht, die Station und die Psychiatrie sind sowohl Diagnose- als auch Behandlungsräume. Dann brauchen wir noch die Entlüftung. Auf den Teil freue ich mich schon richtig. Ich würde sagen, die baue ich einfach mal hier hinten dran. Tür kommt dahin. Fenster, 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 Fenster. Auch wieder jedes Gerät. Ach ja, bei dem Feuerlöscher, da gibt es noch eine wichtige Sache. Und zwar, wenn man die Feuerlöscher an das Gerät stellt, dann verschleißen die weniger und gehen weniger kaputt. Wie genau das aussehen kann, das zeige ich euch gleich. Gebt mir einen Moment. Ich habe den Mülleimer vergessen. Schande über mich und meine Nachkommen. So, Entlüftungsabteilung. Aufgeblasene Patienten, die zwar lustig aussehen und unter starken Schmerzen leiden, werden hier behandelt. Der Kopf wird bis zur Normalgröße entlüftet und in den richtigen Druckzustand gebracht.
In der Entlüftungsabteilung kann ein beliebiger Arzt eingesetzt werden. Außerdem muss der Raum regelmäßig von einem Handlanger gewartet werden. So. Ihr seht hier eine Anzeige, das ist der Verschleiß. Status. Hier, wie oft halt die Maschine schon benutzt wurde. Hier kann man einen Handlanger veranlassen, die zu reparieren. Und hier kann man die direkt erneuern. Wenn ein Feuerlöscher daneben steht, ist die Gefahr geringer, dass die explodiert. Ja, das geht. Die ganzen Maschinen, die können tatsächlich alle explodieren. Und das ist ein weniger schöner Anblick. So, machen wir erstmal Bänke. Oh, ich glaube, 3 Bänke reichen. Die eine, die schenke ich mir jetzt mal. Den Automaten stellen wir hier hin, damit auch diese Gäste auf dieser Seite mit Getränken versorgt sind. Den Rest schenke ich mir auch. So, wir stellen einen weiteren Arzt ein. Der hat so eine schöne Frisur und erinnert mich ein bisschen an Dr. Nick Rivera aus Simpsons. Der Herr Klumpbach, und deswegen muss es sein. So, ein letzter Raum fehlt uns noch, aber ich würde sagen, auf den zeige ich euch gleich. Währenddessen stelle ich erstmal die Spielgeschwindigkeit wieder auf normal und wir eröffnen das Krankenhaus. Ta-ta-ta-ta! So, klirrende Kälte. Hier seht ihr die roten Dings. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Die roten Punkte sind die Heizung und ich drehe die Heizung einfach mal ein bisschen auf, damit die Räume besser beheizt werden. So, jetzt sieht das Ganze doch schon etwas wärmer aus, findet ihr nicht? Das kostet mich jetzt zwar wesentlich mehr Geld, aber ich hoffe, ich hole das einigermaßen schnell wieder rein. Vielleicht ist das auch nicht die beste Taktik. Vielleicht hätte ich auch einfach mal das Krankenhaus eher öffnen sollen, damit ich schon mal Geld reinfließt. So, hier gibt es noch den Personalraum. Unsere Leute wollen sich schließlich auch ausruhen. So, dazu holen wir ganz viele Sofas. Wir holen einen Billardtisch, einen Fernseher, Feuerlöscher, 2 Heizkörper, eine Pflanze, das Standardprogramm. So, Le Billiarde. Wo packen wir dich hin? Packen wir dich mal hier hinten hin. So, Sofa 1, 2, 3, 4. Na, war jetzt auch vielleicht ein bisschen viel. Wollen wir mal nicht übertreiben. Wir wollen unsere Angestellten ja nicht zu sehr verwöhnen. Nachher hören die gar nicht mehr auf, hier rumzulungern, anstatt zu, also, die lungern dann nur noch hier rum und arbeiten nicht. So, die letzten 2 Sofas klemmen wir uns. Personalraum. Ihr Personal ermüdet bei der Arbeit. Deshalb benötigt es einen Raum, in dem es sich entspannen und erfrischen kann. Abgeschlafftes Personal arbeitet langsamer, verlangt mehr Geld und kündigt im Extremfall. Außerdem macht es mehr Fehler. Der Bau eines Personalraums für die Erholung des Personals ist deshalb sehr sinnvoll. Achten Sie darauf, dass genügend Platz für mehrere Mitglieder des Personals vorhanden ist. Läuft so. Wir haben hier unsere ersten Patienten. Schön. Wir sind hier. Er steht in der Warteschlange. Und das war's schon. Sehr schön. Der geht auf den Weg zur Station. So, zack. Das wunderbare Fax. Ihr Team hat eine neue Krankheit entdeckt. Es handelt sich um Fernsehfieber. Ursachen: zu viele Seifenopern. Symptome: der Patient glaubt, Schauspieler zu sein. Therapie: ein ausgebildeter Psychiater muss den Patienten davon überzeugen, dass es besser ist, den Fernseher zu verkaufen und sich ein Radio zuzulegen. Eine neue Krankheit wurde entdeckt. Hurra! Ich glaube, ich habe das Jubeln war, dass ich meinen ersten Patienten geheilt habe. Oh, das ist eine der aufgeblasen. Auf die freue ich mich. Die sind lustig. Ich glaube, hier könnte noch so eine Heizung hin, oder? Heizkörper. Zack. So, die Leute sollen ja nicht frieren, nicht wahr? So, das dürfte ein aufgeblasener Patient sein. Ich glaube, ich brauche noch mal so einen Handlanger, weil ich sehe da Dreck liegen und das gefällt mir gar nicht. Und es ist weg. So, er dürfte jetzt hier zur allgemeinen Diagnose gehen. Oh, wir haben eine neue Krankheit. So, ihr Team hat eine neue Krankheit entdeckt. Es handelt sich um heiße Erkältung. Ursachen: kleine eklige Partikel fliegen durch die Luft. Symptome: laufende Nase, Niesen und verfärbte Lunge. Therapie: ein großer Schluck eines ungewöhnlichen Hustensaftes, der aus speziellen Zutaten in der Pharmatheke gemixt wird, heilt diese Krankheit. Hurra, und wir haben einen Patienten geheilt. Schön! Gucken wir uns mal an, wie wir so dastehen. Ja, der erste Level ist noch relativ entspannt. Ich sehe schon, alle haben Heizprobleme. Da bin ich froh, dass ich ja nicht der Einzige bin, ne? So, dann gucken wir mal, was fehlt dir denn? Weiß man das schon? Ne, weiß man noch nicht. Haha, neue Krankheit! Ihr Team hat eine neue Krankheit entdeckt. Es handelt sich um Aufgeblasene. Ursachen: unglaubliche Arroganz. Symptome: für den Leidenden ziemlich unangenehm. Therapie: der stark geschwollene Kopf wird mit Hilfe einer komplizierten Maschine entlüftet. Wie das aussieht, sehen wir. Ah, verdammt, zu spät! Also, er hat im Prinzip in seinen Luftballon einmal reingestochen, ihn dann wieder aufgeblasen und das ist die Behandlung. Natürlich, wie auch sonst. Jahrelang machen sich Mediziner den Kopf, wo es doch so einfach geht.
Hier unten sehen wir noch weitere Übersichten. Wir haben eine Behandlungsnummer, da können wir die Krankheiten sehen. Wir können auch die Behandlungskosten damit reduzieren, also beziehungsweise erhöhen, je nachdem, wie viel Geld wir damit verdienen wollen bei den einzelnen Krankheiten. Später haben wir noch eine Forschungsabteilung, da können wir Krankheiten intensiv erforschen. Das heißt, die Chance für eine Heilung, also die sind nicht immer 100% bei manchen Krankheiten. Und damit kann man dann die Chance zur Heilung erhöhen dort. Ich guck gerade mal, kommen wir da schon rein? Nein, die Forschung ist noch gesperrt. Aber das ist ja weiter nicht schlimm. So, gießen wir die Pflanze und... Schwing! Schon blüht sie wieder. Ist das nicht herrlich? Ich würde sagen, ich mach mal die Musik ein... Kann man die... Moment. Bitte versuchen Sie auf den Fluren nicht krank zu sein. Ich mach mal die Lautstärke... Ja, wobei das doch ein bisschen leise, aber... Ja, so ist ganz gut. Ich denke, das passt. So, 6% muss ich noch heilen, um den Level zu gewinnen. Da kommt schon das nächste Opfer meiner effektiven Behandlung. Ich glaube, ich habe zu viele Ärzte. Moment, 152. Ich guck mal kurz, wie viel der hier hinten kostet. 153. Ich würde sagen, ihn schmeiße ich raus. Jo. Weil, wenn jetzt gleich hier ein Patient anklopft, ich glaube, das war einfach nur ein bisschen... Ja, ich war übervorsichtig, glaube ich. Weil gleich wird hier, wenn hier ein Patient anklopft... Moment, wo ist er hin? Ach, okay, der geht zur Station. Gut, wenn hier ein Patient anklopfen würde, dann würde sich aus einem Behandlungszimmer, wo gerade niemand gebraucht wird, ein Arzt hier rüber bewegen. Zum Beispiel der Psychiater, der gerade nicht gebraucht wird, würde dann eben hier rüber gehen und sagen, hey, ich mach das mal kurz. Das klappt natürlich nur bei Ärzten, die entsprechende Qualifikation haben. Wenn jetzt hier der Psychiater weg wäre und da würde jemand anklopfen, dann hätte ich natürlich keinen Ersatz. Dann würde der Psychiater von hier hinten wahrscheinlich rüberkommen. Beziehungsweise, wenn er gerade Pause macht, dann wird er seine Pause zu Ende machen und sich nicht groß dafür interessieren. Der macht gefälligst seine Pause. Alles andere ist egal. Wir haben hier unser Personalmanagement. Das wollte ich euch nochmal kurz zeigen. Man kann hier den Leuten quasi einen Bonus zahlen, wenn die was besonders gut gemacht haben. Man kann, was ist das? Das Gehalt dauerhaft erhöhen. Das sind so kleine Anreize, die man setzen kann. Ich persönlich muss gestehen, ich glaube, ich habe das, wenn ich mich richtig entsinne, früher nie wirklich gemacht. Also war irgendwie meines Erachtens nach nicht so nötig. Deswegen, oh, da liegt jemand auf der Couch bei Onkel Doktor. Und wir haben Geld verdient. Hurra! Bist du geheilt? Ah! Florian Gänseblümchen, Leiter der Freiheitsbewegung für Topfpflanzen, hat den Wunsch geäußert, ihr Krankenhaus zu besuchen. Dann stellen wir doch mal eine offizielle Einladung für VIPs aus. Weil gerade VIPs sind sehr wichtig. Wir haben nämlich den Ruf eines Krankenhauses. Moment, eben kurz die neue Krankheit gucken. So, Durchfall. Ursachen, Essen von Pizza, die man hinter dem Kühlschrank findet. Symptome, puh, das können Sie sich sicher ausmalen. Therapie, eine klebrige Mixtur von Chemikalien, die die Innereien des Patienten erstarren lässt. Ja, klingt gut. So, was ich sagen wollte, wir haben hier unten eine Rufanzeige. Mein Ruf ist zurzeit 611. Je besser mein Ruf ist, das ist auch quasi meine Werbung und mein Aushängeschild, desto mehr Patienten kommen zu uns, anstatt zu den anderen Krankenhäusern. Okay, Koloss hat jetzt extrem viel, aber gut, soll mich nicht weiter stören. Ein Arzt bitte zur allgemeinen Diagnose. Seht ihr, jetzt wurde der Arzt ausgerufen und ich glaube, das ist der Psychiater. Yep, der hat jetzt seinen Post verlassen, um hier rüber zu gehen, um den aufgeblasenen Herrn zu Ende zu diagnostizieren. Weil er das scheinbar nicht auf die Kette bekommen hat. Gut, soll es nicht weiter stören. Ja, schön nackig machen. Kleiner Bollerkopf. Sieht irgendwie aus wie so ein Riesenbaby, findet ihr nicht? So, jetzt wieder anziehen. Zack. Jedenfalls, je besser mein Ruf, desto mehr Patienten kommen natürlich hin. Und wenn ich einen VIP einlade, den werdet ihr gleich eindeutig erkennen. Wenn er denn noch rechtzeitig kommt, bevor ich den Level abgeschlossen habe, dann erhöht sich, wenn er denn zufrieden war, mein Ruf. Wenn das in einem katastrophalen Zustand ist, genau, da kommt er gerade. Genau, nichts Unhygienisches. Oh, wow, 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 wow. Ich stelle nochmal ganz schnell einen weiteren Handlanger ein, weil ich habe da gerade Müll gesehen und das soll natürlich nicht so bleiben. Ja, 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 ja. Moment. Achso, das ist der Krankenhauswert. Ja genau, das war jetzt glaube ich ein Übersetzungsfehler oder so. Naja. Hier ist jedenfalls der VIP. Er geht jetzt immer zu den Türen und guckt durch die Sichtschlitze, um sich die Räume anzugucken. Und wie gesagt, VIPs stehen auf Feuerlöscher. Der meldet sich an. Jo, der meldet sich an. Jetzt dürfte er wahrscheinlich hier hingehen gleich. Zur Allgemeinmedizin. Ach ja, und es gibt auch immer, wenn er denn zufrieden war, je nachdem wie zufrieden er war, einen kleinen Geldobolus. Das finde ich natürlich gut.
Oh nein, die Leistung meiner Maschine wird sich wegen übermäßigen Gebrauch verschlechtern. Sie wurde immerhin schon zweimal benutzt. Oh nein! Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Ja, wer macht das? Ah, er ist wieder der Runner. Weil er gerade natürlich damit beschäftigt ist, Pause zu machen. Hier seht ihr die Anzeige, das Erschöpfungslevel. Der dürfte sich jetzt gleich nach und nach erhöhen. Ja, da ist er gewachsen. So, und wenn er wieder voll ist, dann geht er wieder an seine Arbeit. So wie es auch sein sollte. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Oh, jetzt macht er Pause. Oder macht ein er Pause? Arzt in die Allgemeinmedizin. Oh, jetzt machen sie... Och, ja, das war doof. Ich habe nämlich alle so gut wie gleichzeitig eingestellt. Jetzt machen natürlich alle gleichzeitig Pause. Wisst ihr was? Ich werde mir den Luxus gönnen, weil ich ja nicht mehr viel machen muss und werde hier einen weiteren Arzt beschäftigen. Also, habe ich schon mal wieder festgestellt, für das nächste Level werde ich nicht alle Ärzte gleichzeitig einstellen, weil sonst alle gleichzeitig weg sind. So, der VIP hat genug gesehen, er verlässt das Krankenhaus. Ah, genau, jetzt haben wir den Fall, dass einer nicht genau weiß. So, mit diesem Patienten haben wir alle Diagnosegeräte zum Qualm gebracht und wir wissen immer noch nicht, was ihm fehlt. Was sollen wir mit dem Patienten machen? Es besteht eine Chance von 74%, dass wir herausgefunden haben, an was für eine Art von Tarnkörper der Patient leidet. Ich kann ihn nach Hause schicken, ich kann die Chance der Heilung wahrnehmen oder ich lasse ihn warten, bis ich weitere Diagnoseräume baue. Ich gehe mal auf Risiko. Eine Schwester in die Pharmazie, bitte. Was? Da ist doch schon eine. So, das kann jetzt nach hinten losgehen und es kann sein, dass der Patient stirbt. Das sehen wir gleich. Das will ich eben noch kurz sehen. Komm, schluck das gute Zeug. Ja. Ah, sehr gut, das hat geklappt. So, Telegramm. Nach dem Besuch in ihrem Krankenhaus bemerkte Florian Gänseblümchen, Leiter der Freiheitsbewegung für Topfpflanzen. Keine schlechte medizinische Einrichtung, wirklich nicht. Ihnen wurde ein Bonus in Höhe von 800 gewährt. Gut, das heißt, das ist so, ja, gutes Mittelmaß, würde ich sagen. Wahrscheinlich hätte ich ein paar mehr Pflanzen bauen müssen, hätte er sich gefreut. Und damit wäre der erste Level abgeschlossen. So, hallo Kopfgebu, Sie waren an diesem Krankenhaus äußerst erfolgreich. Wir sehen eine große Zukunft für Sie, Mein Gott, wir sehen eine große Zukunft für Sie voraus und bieten Ihnen deshalb eine andere Stelle an. Sie bekommen folgendes Gehalt, 10.700, die Herausforderung würde Ihnen sicher gefallen. Sind Sie an einer Stelle in Verschlafenes Nest Krankenhaus interessiert? Natürlich bin ich interessiert, aber wenn ich jetzt auf Ja klicke, wird das nächste Level beginnen. Das werde ich noch nicht tun. Stattdessen, obwohl, wisst ihr was? Doch, ich mache es, weil ich... glaube, ich weiß gerade nicht mehr hundertprozentig, wie das ist mit dem Fortsetzen. Ich werde das jetzt erst annehmen, damit ihr die Zwischensequenz in Anführungsstrichen, es ist eigentlich nur eine Animation, einfach mal seht. Wir wandern nämlich ein Feld weiter nach vorne. Hurra! So, diesen Level werde ich aber erst das nächste Mal machen. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Postet was in die Comments, ob euch das Spiel gefällt, ob euch das Let's Play gefällt. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssikowski.